Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge vom Minecraft-Server. Meine Damen und Herren, es ist ein bisschen was passiert. Ich habe gestern gelivestreamt, wir haben ein bisschen an der Base weitergebaut und ich habe endlich ein Nether-Portal an der Base. Und das würde ich euch als allererstes gerne einmal zeigen. Und dafür gehen wir jetzt einmal durch den Nether durch, denn das Portal ist auch schon erfolgreich mit dem Nether verknüpft und wir müssen uns dringend mal darum kümmern, dass wir hier irgendeinen vernünftigen Nether-Hub hinbauen. Das ist ja kein Zustand hier. Aber auf jeden Fall habe ich aufgenommen, wie ich dieses Portal gebaut habe, denn das Portal ist ein kleines bisschen größer. Und wenn wir gleich durch dieses Portal hier durchgehen, dann seht ihr das Portal in voller Pracht. Aber erstmal gibt es für euch die Third-Person-Timelapse, wie ich dieses Portal hingezimmert habe. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen gleich mit der ersten Timelapse für diese Folge los. Viel Spaß! Und das, meine Damen und Herren, ist das Portal in seiner vollständigen Pracht. Und ihr seht schon, ich habe hier so einen Weg noch gebaut, der das Portal dann mit unserer Base verknüpft. Da gehen wir gleich auch rein. Aber Leute, schaut euch das an. Ich habe sogar ein Endcrystal oben hingepackt. Wehe, den schießt jemand ab. Es ist riesig. Ich glaube, das Portal hat eine Breite von 7 Blöcken und eine Höhe von 10. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgend sowas um den Dreh wird es gewesen sein. Und ja. Ein bisschen Inspiration habe ich natürlich aus dem Internet geklaut und ja, aber mir gefällt es wirklich ganz gut. Dann geht es hier den Weg entlang runter. Wir sehen hier auch schon, habe ich ein bisschen weitergebaut. Hier wird eine große Brücke rüberkommen. Das kann ich gleich auch noch mal kurz zeigen, falls ihr nicht im Stream dabei wart. Dann geht es hier runter, habe ich ein bisschen was ausgehoben und dann sind wir hier unten in der Base drin, wo ich jetzt mittlerweile auch schon einen Boden drin habe. Und ja, so sieht es mittlerweile aus. Vor allem dieser Bereich gefällt mir total gut mit den ganzen Blättern, die von oben runterkommen. Es ist einfach ganz geil, Leute. Und das haben wir halt alles gestern im Stream gebaut. Und der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich, dass ich die ganzen Items aus meinem Starterhaus hierhin transportiere, weil wir haben das Lagersystem hier hinten, aber wir benutzen es momentan noch nicht. Und das ist ein bisschen, ja, widerspricht sich so ein bisschen, ne? Ein Lagersystem zu haben, das man nicht benutzt. Deswegen würde ich sagen, das wäre so ein Teil dieser Folge, was wir machen können. Keine Sorge, das mache ich natürlich off-camera, aber, ich binde das einfach mal ein. Was ich übrigens noch habe, ist eine Elytra. Endlich. Die habe ich jetzt gerade nicht, weil ich habe die Leo geliehen und der hat die immer noch, weil er gerade eine fliegende Insel baut und dafür braucht er eine Elytra, aber er selber hat noch keine, deshalb habe ich ihm meine geliehen. Aber ich würde sagen, es gibt erstmal einen wunderschönen Clip für euch,
wo ich mich zu Tode freue, weil ich eine Leiter gefunden habe. Viel Spaß damit. Okay Leute, das ist ein sehr, sehr besonderer Moment hier auf dem Mooncraft Server. Ich bin gerade nicht in einer Folge drin. Eigentlich zumindest nicht geplant. Land City mit einem Schiff. Und Gott, ist sie klein, aber sie hat ein Schiff. Heißt, das ist meine Elytra. Oh Gott, bin ich gerade glücklich. Oh mein Gott. Wir machen jetzt gemeinsam, Leute. Sollte das eine Folge sein, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Mooncraft-Server zu einer neuen Folge hier. Ich weiß nicht, welche Folge das dann sein wird. Das ist eine End-City mit einem Schiff. Ich wollte eigentlich nur mal kurz hier hin, um eine Location auszukunden, wo eine Enderman-Farm ganz gut hinpassen würde. Danke, Tiago, für die Challenge. Und bin dann ein bisschen weitergelaufen, ein bisschen in eine andere Richtung. Und hier habe ich direkt die erste End-City, die ich gefunden habe, hat gleich ein Schiff. Wieso kann das nicht jedes Mal so laufen? Ah, oh, es ist perfekt. Ah, oh, es ist perfekt, Leute. Okay. Ich würde sagen, wir climben hier einmal ganz kurz hoch. Oh, Mann. Supi. Okay, da ist das Schiff. Wir gehen erstmal nach ganz oben, würde ich sagen. Okay, so geht's auch natürlich auch. Dankeschön, Herr Schalker. Ich glaube nicht, dass hier oben irgendwas ist. Nee, hier oben ist nichts. Alles klar. Aber Mr. Schalker. Sag mal. Darf ich bitte mal. Öffnen Sie sich doch mal. Das wäre ganz toll. Wenn Sie sich einmal kurz öffnen würden. Da. So. Okay, das war der Schalker. Vielleicht schaffen wir das Advancement. Ah. Eventuell. Mit ein bisschen Glück. Wenn mich der noch trifft. Und. Der noch. Und der noch. Okay. Komm, das müssen 50 Meter gewesen sein. Gut, ich nehme das als mal. Ich nehme das mal als Nein. Mist. So, okay. Danke für die Shell. Und dann gehen wir mal kurz hier rein. Okay, hier ist absolut gar nichts. Gut. Keine einzige Kiste in diesem. In dieser Entity, aber ein Schiff. Ich hoffe, wir kommen dahin. Das ist ein Nein. Gott, wie viel Glück kann man haben? Mein Herz ist gerade in die Hose gerutscht. Ich wollte losschreien, ich hab's nicht getan. Weil ich zu schockiert war. Oh Gott. Okay, wir bauen es jetzt rüber. Das Schiff ist mir sehr ungünstig gelegen. Und ich brauche Enderperlen in meiner Hotbar. Sonst wird das absolut nichts. So, ich habe nur Erde dabei. Mal sehen, wie das hier vonstatten gehen wird. Ich weiß, dass der Schalker uns gleich treffen wird. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass ich keinen Enderman anschaue, weil das wäre mein Untergang. Oh Gott, ja. Okay. Aber so kommen wir auf das Schiff auch drauf. So. Toll. Wo sind jetzt alle hin? Könnte der Effekt mal nachlassen? Dankeschön. So. Einmal bitte runter. Und mal kurz schauen, wo das verdammte Viech ist. Ich sollte die Leiter saven. Ja, komm, ich geh jetzt rein. Ah, hi. So, was haben wir hier drin? Instant Health 2 nehme ich gerne mit. Und da unten ist das Endschiff. So. Noch was hier drin? Nee. Oh.
Sky's the limit. Die Leiter, meine Damen und Herren. Nice. Okay, Curse of Vanishing, das ist jetzt nicht so geil. Oh, Dias, Leute. Ich muss mal jetzt die Ender Chest hier hinpacken. Pass auf, Elytra kommt da jetzt rein. Diamond Horse Armor kommt da rein. Die Potions. Ehrlich gesagt, die behalte ich mal. Aber die Dias nehme ich mit und. Ja, das ist gute Rüstung. Gut, das kommt alles hier rein. Nice. Okay. Ein Item Frame nehme ich mit. Weil Item Frames wertvoll sind, Leute. So, Beetroot Seeds kann ich hier drin lassen. Meine Güte, da ist sie, unsere Elytra. Und so wie es aussieht, ist das wirklich eine Insel hier, wirklich ganz am Rand, weil hier ist sonst nichts mehr. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich laufe jetzt mal wieder zurück. Und dann sehen wir uns gleich irgendwie in einer anderen Folge wieder oder keine Ahnung, was ich machen werde. Wir sehen uns gleich wieder. Ich wollte eigentlich gerade hier die ganzen Schilder platzieren, um zu zeigen, was jetzt in welche Kiste reinkommt. Dann ist mir aufgefallen, ich habe kein Eichenholz mehr. Ich habe jetzt massig an Sprucewood, weil Jasmin mir was vorbeigebracht hat. Aber jetzt habe ich kein Eichenholz mehr. Das heißt, ich darf wieder zurück zur Baumfarm rennen. Ich würde hier so gerne eine automatische Baumfarm einbauen. Das ist noch ein bisschen provisorisch hier. Und ja, hier ist eine Pilzkühe und ein Boot. Das, danke Julia für die Challenge. ich würde so gerne eine automatische Baumfarm hier hinbauen. Aber es setzt halt voraus, dass wir irgendwo hier in der Nähe mal einen Skelett-Spawner haben, damit wir ein bisschen Bone Meal bekommen. Und ich meine, ich möchte auch keine Zero-Tick-Farms bauen, um Bone Meal zu bekommen, weil erstens, die können Lag verursachen. Zweitens, die werden der 1.16 sowieso nicht mehr funktionieren. Und ja, also alles in allem nicht so toll. ich bin an der Baumfarm vorbeigelaufen. Und während ich gerade hier bin, ich merke auch, dass wir hier noch so viele andere Projekte haben, die wir angehen müssen, Leute. Aber ich würde sagen, die Base hat jetzt erstmal Vorrang. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen was von meinen Items rübergeholt habe, beziehungsweise wenn wir unser Lagersystem beschriften. Ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Items aus meiner Starterbase zurück in die neue Base zu transportieren. Ich bin so dankbar, dass wir Shulkerboxen haben, ne? Im Inventar wäre so voll. Also, es ist voll, aber jetzt kann ich zumindest mehr auf einmal schleppen und, ich liebe Shulkerboxen, Leute. Ich liebe sie einfach. Es ist eins der besten Editions. Dies, ja, Mojang, danke. Oh Mann. Wenn du einfach wortlos bist und, ja. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt einiges am Start. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt, heißt, wir sollten auch genügend Schilder machen können. Ich bin da, hi. Ich bin am Überlegen, ob wir hier Birkenschilder oder Eichenschilder verwenden sollen. Ich finde, Birkenschilder könnten einfach ein bisschen zu hell sein. Mein Freund. Ich hab dich angeguckt, ne? Ja, das ist jetzt unpraktisch. Wie gesagt, ich werde mal schauen, dass ich hier irgendwie so ein Layout hinbekomme, dass wir einigermaßen. Ja, dass ich einigermaßen irgendeinen Sortiermechanismus hier reinbekomme, der nicht zu stark von meinem alten System abweicht. Ich denke mal, ich werde die ganzen wertvollen Sachen hier hinten haben und dann Rohstoff und sowas und Sachen, die man schnell braucht, vielleicht auch hier an der Seite oder hier vorne in den Kisten vielleicht schon. Ich denke mal, das werde ich alles jetzt in der nächsten Zeit. Versuchen einzustellen. Okay, meine Damen und Herren, ich habe ein bisschen Umzug betrieben und wir haben jetzt unsere Kisten mit den Items gefüllt, die wir in unserer Starterbase hatten. Und die Starterbase ist jetzt ziemlich leer. Wir haben erstaunlicherweise noch zwei Doppelkisten frei und nur noch ein Barrel. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Spielraum tatsächlich. Und wir werden, ja, wie gesagt, schon demnächst irgendwo dann das Massenlager hinbauen für Items wie Stein zum Beispiel oder Cobblestone, von dem man dann halt viel hat. Genauso wie Blaze Rods. Ich gehe davon aus, dass wir bald sehr, sehr viele Blaze Rods noch haben werden. Und natürlich Prismarin, weil eins der nächsten Sachen, die ich gerne angehen möchte, wäre da hinten der Unterwassertempel, den ich in eine XP-Farm umwandeln möchte. Jetzt haben wir das fertig und jetzt bin ich am Überlegen, wie wir die Decke hier gestalten.
Eine Option wäre auf jeden Fall Glowstone dort reinzusetzen und dann praktisch mit Trapdoors das Ganze zu verpacken. Mir gefällt die Idee eigentlich total gut. Problem an der Sache, wir haben kein Glowstone. Das heißt, ich würde mal ganz kurz in den Nether verschwinden und wir haben noch Dried Kelp im Inventar. Das geht natürlich nicht. Ich muss mich natürlich erstmal an diese neue Ordnung hier gewöhnen, aber ich denke, das wird schon irgendwie gehen. Wir gehen mal ganz ins Nether und dann schaue ich mal, dass wir ein bisschen Glowstone bekommen. Das wäre nämlich ganz hervorragend. Dann können wir unsere Decke dort im Lager ein bisschen ausbauen. Das Lager wirkt allgemein sehr klein, finde ich. Also ich habe es mir größer vorgestellt. Immerhin ist es ein Hauptlager, ne? Aber es scheint tatsächlich genügend Platz zu sein. Die Barrels machen natürlich einiges aus. Die wirken da teilweise echt unscheinbar oben, aber sie bieten dann doch einiges an Lagerplatz. So, die Frage ist jetzt direkt über unserem Portal des Glowstone. Das Ding ist, es ist in einer unerreichbaren Höhe. Scheinbar ist es wirklich so, dass jedes Stückchen Glowstone, was man hier im Nether bekommen kann, immer mit einer Art Risiko verbunden ist. Ich werde mich jetzt hier mal kurz hochstacken, um an dieses wertvolle Material da oben zu kommen. Oh, ich hoffe, das war keine schlechte Idee. Und dann baue ich hier mal eine kleine Plattform hin und oh Gott. Was man nicht alles riskiert, um nur ein bisschen Glowstone zu bekommen. Ich hasse es so sehr. Okay. Pass auf. Dann geht es einmal hier entlang. Und hier. Oh Gott. So. Dann einmal den. Und so. Und ich höre einen Gast. Das ist nicht gut. Hi. Verfehlt. Er sieht mich nicht, interessanterweise. Okay. Ist da eine Gasträne? Es sieht nicht danach aus. Na gut. Ich würde sagen, ich baue mal hier ein bisschen Glowstone ab. Und dann können wir gleich schon unser Lagersystem ein bisschen hübscher gestalten. Und da ist gerade ein Glowstone runtergeflogen. Bei dieser Gelegenheit kann man doch auch gleich ein bisschen Netherquarz mitnehmen. Ich meine, man weiß nie, was man brauchen kann. Und eventuell werden wir ein bisschen was mit Redstone machen. Da bin ich ganz sicher. Mal schauen. Also für die Guardian Farm werden wir, denke ich mal. Brauchen wir dafür Redstone? Ich weiß es gar nicht. Ich hätte mich informieren sollen. Das ist sehr gefährlich. So. Ich hätte mich echt informieren sollen, aber habe ich nicht getan. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen unprepared. Aber das kennt ihr ja von mir, deswegen, ja, wird schon. Ne? Leitspruch wird schon. Hoffen wir einfach mal, dass das bisschen Glowstone, was ich jetzt gefarmt habe, für eine gewisse Zeit reichen wird. Technisch gesehen hätte ich wirklich einfach den Glowstone über meinem Portal abbauen können, aber warum es einfach machen, wenn es auch schwierig geht? Ich habe jetzt ein Stack und 45 Glowstone gefarmt, das könnte halt reichen. Frage ist, wir haben vier Trapdoors. Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Holz ist auch nicht mehr so gut. Mal schauen, wie viele Trapdoors bekommen wir hier raus? Ja, gut, das ist gar nichts. Wenn wir jetzt noch einen Stack dazu nehmen, das könnte halt schon eher reichen. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Wir brauchen 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heißt insgesamt 36. Drei Trapdoors fehlen noch. In dem Fall müssen wir eventuell noch ein bisschen Oak Logs klein craften. Ich muss dringend wieder die Baumfarm raiden. So. Ja, gut, das reicht jetzt. Gut, das heißt, wir werden jetzt im Prinzip einfach hier oben Glowstone in die Decke reinsetzen. Hoffentlich sich dabei nicht verbauen, das wäre ganz toll. So. Und einmal die Reihe noch zufüllen. Und da das hier nicht so toll aussieht, packen wir jetzt einfach Trapdoors dran. Das war jetzt mein Plan und ich hoffe, das wird einigermaßen gut aussehen. Schauen wir mal. Hier hinten noch ein bisschen was. Und so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, oder? Also als Deckendesign ist es, glaube ich, ganz annehmbar. Und wir können jetzt einfach die ganzen Laternen hier aus den Ecken rausnehmen. Und in der Theorie sollte das jetzt hell genug sein. Wir prüfen das.
Ja, Screenshot, dankeschön. Prüfen wir es nochmal nach. Wir haben hier 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ja, das geht. An Rändern haben wir überall 8, in der Mitte ist es heller. Das ist ein schönes Lagersystem, schön beleuchtet. Wir haben keine Laternen rumfliegen. Die Frage ist jetzt, wo habe ich Laternen immer? Deko-Sachen, ne? Ja, genau, hier sind Laternen drin. Okay. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Nether-Quarz-Erz, was hier reinkommen kann. Und ein bisschen Netherrack. Gut, dann nehme ich mir mal ganz kurz, ja, so ein Stack und noch ein bisschen mehr von diesem Nether-Quarz-Erz-Zeug und haue es mit meiner Bündnis 90 Spitzhacke mal ein bisschen klein. Und schau mal, wie viel Quarz wir da rausbekommen. Also man hat auf jeden Fall eine coole Aussicht von hier oben. Das muss man lassen und wow. Leos fliegende Insel sieht aber mega nice aus. Die können wir uns gleich mal anschauen. Wow. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, let the fun begin. Man bekommt wirklich haufenweise XP. Mein Chestplate ist fast wieder repariert und meine Spitzhacke auch. Nice. Und wir haben außerdem ein bisschen was an Netherquarz bekommen. Nice. Hands down, das sieht heftig aus. Leo, klasse Job. Huiuiui. Oh, man sieht die Überreste von Icewalker noch. Frostwalker, Icewalker, whatever. Und er hat auf jeden Fall drin viel Platz. Heiliges Kanonenrohr. Er hat sogar Erze eingebaut, lol. Okay, das ist mega. Nice. Und hier oben hat er schön viel Baufläche. Gut, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Gerne noch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.